Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Heimschemeier, Paartherapeut, Psychotherapeut und so weiter und Beziehungscoach. Nächstes Mal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe und so weiter. Und Thema heute ist Dramasucht. Habe ich ja schon öfter mal angegangen, das Thema, aber es fällt mir gerade sehr auf. Also Dramasucht ist, sozusagen, das kann es bei Menschen geben, das gibt es auch bei Institutionen, ist so mein Eindruck. Ist halt dieser Versuch immer in so einem ewigen, also es hat ganz viel zu tun mit dieser Täter-Opfer-Ebene, so in so einem ständigen Kampf zu sein, um etwas, also ob das jetzt im Pluspol ist, dass ich dem Minuspol hinterher renne oder ob es ein Minuspol ist, dass ich den Pluspol in Schach halte und manipuliere, dass ich da kriege, was ich haben will. Will der Pluspol ja irgendwie auch irgendwo auch was haben. Also dieses Kämpfen um Ressourcen, Zeit, Liebe, großen Anführungsstrichen. Ja, das ist halt eine Sache, die, hatte ich ja, glaube ich, letzten Woche schon öfter gesagt, das ist halt eine Sache, die unser ganzes System irgendwie so in Wallung bringt und diese ganzen Hormone ausschüttet. Und ja, das sind oft negative Gefühle, trotzdem haben so intensive Gefühle, die eigentlich wenig mit Intimität und Liebe zu tun haben, aber intensive Gefühle so einen eigenen Kick irgendwie, ne? Da kann man sich so reinsteigern und in Hysterie und, also Hysterie ist hat auch ganz viel mit zu tun, in Hysterie gehen, wie schlimm und Drama und wenn ich jetzt, wenn er sich jetzt, wenn er oder sie sich nicht meldet und warum gibt es keine blauen Haken und warum dies, warum das, werde ich noch geliebt, werde ich nicht mal geliebt, bin ich schon wieder abgeschossen und gut, es ist natürlich auch eine Dynamik in diesen toxischen Beziehungen, aber es ist eben auch auf beiden Seiten die Frage, warum werden die Beziehungen so geführt irgendwie, ne? Und was ich zumindest auch damals häufig nicht wahrhaben wollte, ist, dass es irgendwo so einen ganz schrägen Genuss daran gibt, an diesen Ups and Downs und Ups and Downs und Ups and Downs. Aber es ist halt eben auch unfassbar anstrengend und wie wir alle wissen, tut es eben auch derbe weh an diversen Stellen und ist insofern ja vielleicht nicht das, was man ewig machen möchte. So. Aber Dramasucht, ja, weil das, erstmal dieser Schmerzkörper, der dann aktiviert wird im Drama. Das Blöde ist, wenn man im Schmerzkörper ist, das fühlt sich auf eine schräge Art gut an, ne? Irgendwie vertraut, irgendwie, und denkt so, ja, jetzt. Da, das bist du jetzt wieder, oder jetzt zieh ich mich zurück, oder leck mich doch am Arsch, oder ist mir doch egal. Oder. Das ist dann ein Riesendrama, so, ne? Und man ist im Schmerzkörper und es fühlt sich eben nicht an wie Schmerzkörper-Aua, sondern eher so wie. Ja, also man spürt diesen Rausch dieser schrägen Hormone da im Schmerzkörper und hat die Mauern bis oben hin hoch und schlägt selber zu unter Umständen. Hat sein Herz nicht mehr offen und es fühlt sich aber trotzdem auf so eine schräge Art gut an. So, ne? Und überdeckt eben auch perfekt die eigenen Wunden, die eigenen Narben, weil die muss man dann gar nicht spüren in diesem ganzen Drama, Rausch, Hysterie. Und wenn dann doch noch so stille Momente da sind, dann merkt man halt, ja, das war nur wie ein riesiges Pflaster, aber ich, drunter ist halt noch alles eitrig und ich weiß nicht was. Ja, und ich denke schon, dass jetzt die Zeit auch ist, wo viele, glaube ich, manche schon, glaube ich, viele nicht noch was draufpacken wollen auf dem Dramawerk, sondern ja, ihre alten Wunden heilen wollen. So, ne? Und es kann sein, dass es dann nochmal sich Dinge ausspielen, dass du nochmal Menschen triffst, wo es was zu regeln gibt und wo du immer wieder jetzt die Chance hast zu sagen, was ja auch Thema vielen Kursen ist, ich möchte
ich interagiere jetzt mit dir hier eine Zeit lang in dieser Beziehungs- oder Freundschaftssituation oder ich weiß nicht was, aber ich bin nicht mehr bereit, diese alten Rollen einzunehmen, ich bin nicht mehr bereit, in eine Täterrolle zu gehen, bin auch nicht mehr bereit, eine Opferrolle zu gehen, bin auch unter Umständen gar nicht mehr bereit, darüber zu reden, weil reden, habe ich erfahren, bringt eh nichts. Also, das ist, aber da geht es dann darum, eben Sachen vielleicht nochmal auszugleichen, Wunden, die sich zeigen, in dir noch zu heilen, aber wenn du da raus willst, empfehle ich das eben nicht weiter zu füttern, ne? Also was mir häufig Klienten schreiben oder interessierte Zuschauer schreiben, die sagen, oh, mein Ex ist fremdgegangen und dies und das, ganz Aneinanderreihung von 10 haarsträubenden Sachen und dann sagen sie, ich bin so ausgerastet und habe ihm, die Milchtüte vor die Füße geworfen und ihn unter Umständen gehauen oder ich übertreibe es ein bisschen, aber nicht viel. Und dann sage ich auch, ja, verstehe ich, ist total provozierend und haarsträubend, was dein Partner gemacht hat, aber du gehst jetzt auch in Wut und Hass und dann sagt man sich vielleicht, ja, aber ist doch gerechtfertigt, ja, aber es ist, denkt halt der Minusport auf eine schräge Art auch, dass das alles gerechtfertigt ist, was aber, was ich teilweise nicht nachvollziehen kann, aber ist egal. Wer weiß, vielleicht haben wir in früheren Leben auch, oder ich bin eigentlich überzeugt von, dass wir auch im früheren Leben auch alle Täter waren und krasse Sachen gemacht haben, von daher. Und wenn man jetzt dein Gegenüber, mit dem du jetzt vielleicht in einer schwierigen Interaktion bist, immer nur einfach als jemand sieht, als einen Lernpartner, der dir einfach zeigt, guck mal, da hast du noch eine Wunde, da hast du noch eine Wunde, da möchte noch was geheilt werden, dann kommt man auch gar nicht mehr so in Wut. Dann denkt man sich, ja, okay, passt auch zu dem Video gestern, habe ich in mein Leben gezogen, ist jetzt scheiße. Aber ja, okay, kann ich noch was lernen, was kann ich Gutes rausziehen und dann, ja, ist es auch nicht mehr, also auch Gedankenstrukturen helfen dabei, gar nicht erst in diese Wut zu kommen. Ne? Aber wenn ich natürlich denke, der andere ist so ein Arsch, das ist so, ich kann nur, und was total menschlich ist, ne? Dann bin ich eben auch ruckzuck im Schmerzkörper drin und partizipiere in diesem Spiel, nennen wir das mal so. Ja, was mir halt auffällt, ist, dass es eben auch nicht nur Menschen, das sind auch, also mir fällt das jetzt so auf, ich will ja auch groß gar nichts sagen zu dieser Pandemie jetzt hier, aber was mir so auffällt, ist, wie Zahlen präsentiert, wie gesagt, ich sage jetzt überhaupt nichts, wie schlimm oder nicht schlimm, ich finde, wenn man weiß, dass Menschen sterben oder vielleicht auch im Bekanntenkreis Leute haben, die krank sind, also ich finde, das verbietet sich da jetzt zu sagen, da ist nichts. Aber wenn ich so sehe, wie Zahlen präsentiert werden, dann denke ich mir, das kann nicht wahr sein. Wie kann man, also zumindest die, wenn ich mal eine Zeitung lese, das wird immer so präsentiert als kumulativ. Also das ist genauso, als wenn ich wenn ich jetzt Masern betrachten würde, als wenn ich sämtliche Masernfälle seit der Steinzeit aufaddieren würde und dann stehen da 70 Milliarden Maserninfektionen. Aber das sagt ja nichts darüber aus, wie viele jetzt aktiv gerade krank sind. Und wenn man jetzt, hatte ich jetzt gestern mal gesehen, aber auch in so einem Nebenblock, die Kurve, die kriegt man ja überhaupt nicht zu sehen, die Kurve, wie viele Leute eigentlich jetzt aktiv krank sind, also wenn man von den Kumulativen die Gesunden abzieht, wenn man dann sieht, wie anders die Kurve aussieht und wie viel optimistischer und schöner, die geht nämlich hoch und geht wieder schon wieder total krass runter, da frage ich mich, warum werden Sachen immer so dargestellt, dass sie maximale Angst erzeugen, so, ne? Und also das Beispiel ist mir gerade sehr aufgefallen. Und noch ein Beispiel ist mir aufgefallen, da hatte ich jetzt gelesen, dass Fridays for Future auch wieder so, ich will mich ja überhaupt nicht politisch äußern, ja, es gibt die Klimakatastrophe und wir müssen alles tun und es ist toll, wenn Menschen
auch junge Menschen ihre politischen Rechte in Anspruch nehmen und wunderbar. Aber wo ich dann jetzt gelesen habe, so das Erste, jetzt werden die Schulen aufgemacht und das Erste, was gemacht wird, ist wieder streiken und weil, also meiner Ansicht nach ist diese ganze Art, dieses immer so dagegen und Kampf und so und jetzt, jetzt wird wieder Schule, jetzt wird wieder gestreikt und wieder dagegen. Habe ich jetzt vor dieser ganzen Pandemie verstanden, aber wenn man jetzt mal sieht, dass dieses kleine Virus wahrscheinlich viel mehr CO2 eingespart hat, als irgendwelche politischen Maßnahmen jetzt hätten bringen können, dann könnte man ja auch mal sagen, hey, lass uns doch alle mal zusammen freuen, egal auf welcher Seite man jetzt steht, dass die Luft gerade so viel sauberer geworden ist. Das ist doch spannend. Lass uns doch mal gucken, was wir jetzt damit machen. Aber nein, es wird wieder in Konfrontation und das betrifft es aber nicht nur, es sind jetzt zwei völlig random Beispiele, ich könnte jetzt auch sagen, wie Parteien teilweise agieren oder ist es wirklich völlig wurscht oder also dieses, also mir fällt das sehr auf und ich freue mich auch über Kommentare, wenn ihr was dazu, also das ist immer, dass es nicht so um dieses Wir geht, also was machen wir denn jetzt zusammen und ja, wir haben verschiedene Meinungen, wie kriegen wir das jetzt hin, sondern es muss immer ein Böser gesucht werden und ja, und in Konflikt und Kampf gegangen werden, so, ne, und aber gut, ich sehe, was ich auch gleichzeitig sehe, also es kommt an die Oberfläche und gleichzeitig ist mein Gefühl, dass es so langsam so out ist. Also wir haben jetzt auch ein tolles Miteinander entwickelt, also viele zumindest jetzt in dieser Pandemiezeit und also was ich so positiv wahrnehme und total spannend finde, dass sich diese ganzen Konzepte so zerfallen, auch dass zum Beispiel Leute auch mal jetzt wochenlang nicht in die Kirche rennen und da geht die Welt auch nicht unter und also es ist so viele Chancen zum Nachdenken und zu überlegen, diese ganzen Konzepte und Konzepte, Institutionen. Also ich habe ja auch so eine katholische Erziehung und hört man irgendwas von der katholischen Kirche, irgendwas, was sie jetzt macht, außer dass das keiner zur Kirche geht und das ist jetzt schlimm. Also ich finde es total spannend, auch da will ich jetzt nichts zu sagen, aber ich finde es einfach spannend. Und ja, und lange Rede, kurzer Sinn, letztlich fängt die Veränderung immer bei uns an, ne? Auch da, ich kann mich natürlich jetzt auch endlos aufregen, wollte nur Sachen mal darstellen über alles Mögliche, aber letztlich fängt die Veränderung bei mir an, ne? Und das macht ja auch alle, also jeder, der Liebeschip-Arbeit macht, Bewusstseinsarbeit macht, verändert die Welt. Also jeder von euch, der seine Spielfläche sauber hält, der nicht mehr in diese Toxik geht, auch nur auf seiner Hälfte nicht mehr in die Toxik geht, der nicht mehr zurückschießt, der aber auch sich nicht mehr zum Opfer machen lässt, der klare, warm kommunizierte Grenzen setzt, der verändert die Welt, ihr verändert die Welt. Also damit, das ist, und wir brauchen nicht warten auf irgendeinen Retter oder, ich meine, vielleicht kommt irgendwann einer und rettet uns alle. Aber nein, wir sind alle, jeder von euch, der das hier zuschaut, ist ein total mächtiges Wesen und das bringt so viel zu sagen, ja, ich in meinem Umfeld, selbst wenn das niemand sieht übrigens, ne, selbst wenn ihr damit nicht an die Öffentlichkeit geht oder so, was ihr in eurem Umfeld macht, das fließt energetisch ins Kollektiv ein und das ist ein Riesenunterschied. Das stimuliert wieder andere Menschen, auch nicht ins Drama zu gehen, auch nicht in Kampf zu gehen. Und nicht in Kampf gehen heißt wiederum, muss man immer wieder sagen, heißt aber auch, nicht mehr ins Opfer zu gehen. Ne? Weil es gibt, also aus meiner Sicht, man nutzt ja manchmal so dieses 3D, 4D, 5D, ist ja auch wurscht, aber ich nutze das auch ganz gerne. Also dieses alte 3D ist halt, ich bin total Opfer und werde total übergemurmelt in der Beziehung und denke, mein Partner ist echt ein Riesenarsch. So, ne? So, und 4D wäre jetzt so, ja, ich werde überall übergemurmelt, aber ich sehe so, jeder hat so seine Sachen, jeder hat seine Biografie und wir haben alle eine tolle, wunderbare Seele in uns und ich sehe in jedem das Licht.
Was im Prinzip schön ist, ich werde immer noch übergemongelt irgendwie und falle und der Bus fährt über mich drüber sozusagen. Ne? Und 5D ist aus meiner Sicht halt, also da gibt es tausend andere Aspekte und ich weiß es auch nicht hundertprozentig, aber der nächste Step eben, ich sehe in jedem das Licht und ich bin aber auch schlau genug zu sehen, dass nicht jeder da ist, wo ich bin, auch ohne Wertung. Und nur, dass in jedem das Licht ist, heißt nicht, dass jeder das Bezug auf mich auch so lebt, dass meine Grenzen respektiert werden und ich bin schlau genug oder auch selbstliebend genug, diese Grenzen zu wahren. Aber gut, das mal nur so am Rande. Und jetzt habe ich auch wirklich genug geredet, glaube ich. Und wir werden es, habe ich noch irgendwas? Mal überlegen. Ja, Selbstliebe-Challenge geht auch wieder los. Der Klassiker, die Basic, sehr geschätzt am 1. Mai. Und dann gibt es dieses Wochenende ja noch diesen Angstkurs zu diesem Spottpreis. Anti-Angstkurs, der wird danach dann deutlich teurer. Und gibt es noch irgendwas? Ja, wenn euch interessiert, also ich habe ja nochmal meine Ausbildung nochmal eine Woche aufgemacht für die Leute, die jetzt viel Zeit haben zu Hause, wer da noch einsteigen will. Ansonsten geht es ja. Kann man sozusagen sich anhängen an den letzten Kurs und ansonsten geht das dann ja regulär bis Ende des Jahres wieder weiter. Wenn ihr sonst noch Fragen habt rund um meinen Kurs oder whatever, dann meldet euch gerne. Wir werden uns mal wiedersehen.